Im letzten Jahr hatte ich ja das große Glück, bei der TechTide ausgezeichnet zu werden als erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Das war für mich eine total große Ehre und echt vollkommen unverhofft, weil ich natürlich aus einem Bereich komme, wo ich mir denke, okay, bei uns fängt Digitalisierung an, aber möglicherweise bin ich gar nicht der vernetzende und der verbindende Charakter. Ich bin ja als Schulleiterin tatsächlich dafür da, dass ich Kindern Türen öffne und Wege ebne und einfach Möglichkeiten gebe, wie sie sozusagen gut gestärkt auf die Zukunft treffen. Und da ist diese Auszeichnung eine besondere Hilfe, weil ich nämlich der Meinung bin, wie viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch, dass Schule alleine das nicht schaffen kann, Kinder vorzubereiten für die Zukunft. Wir brauchen tatsächlich ein starkes Netzwerk, verbunden aus der Wirtschaft, aus Industrie, aus Bildung natürlich insgesamt tatsächlich, aber aus allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Für uns ist der Gedanke, dass Digitalisierung nicht Technisierung ist, total wichtig und mündet in drei Zielen. Wir sagen, Kinder brauchen niederschwelligste IT-Kompetenzen und da würde jeder sagen, ey, Silke, was sind denn IT-Kompetenzen, wenn du von Programmieren eines Word-Dokuments oder Formatieren sprichst, wenn du von Dateienablagen sprichst und einer Ordnung auf dem eigenen Desktop, die ich nicht halten kann, sozusagen. Das sind ja nicht IT-Kompetenzen, aber jeder weiß, glaube ich, damit, was ich meine. Tatsächlich geht es auch um das Grundcoding. Es geht dann aber auch um ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz. Da in der Ampel sitzt kein kleiner Mann, sondern es ist Technik, die dahinter steht. Und wo kann uns künstliche Intelligenz im Alltag begleiten? Und das Dritte und das für mich zentral Wichtige ist tatsächlich die digitale Ethik. Das heißt, alles, was wir tun, muss unserem ethischen Gewissen entsprechen. Und wir müssen immer noch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auch in digitalen Wegen. Und das ist zentral, diese drei Ziele, dass wir das in der Schule vermitteln. Veranstaltungen wie die TechTide sind in diesen Zeiten, in denen Digitalisierung echt an Fahrt aufnimmt, elementar wichtig, weil hier gesellschaftliche Bereiche aufeinanderstoßen, miteinander vernetzt arbeiten, miteinander ins Gespräch kommen und nach außen hin kann man zeigen, hey Leute, wir sind alle voneinander abhängig und wir gehen alle gemeinsam Schritte, wichtige Schritte für die nächste Generation in die Zukunft.